Ja, schönen guten Abend. Das sind alles Mittelständler, die heute hier sind. Dann lassen wir über ein Business-Thema reden. Also es geht ja um Business-Keynotes. Und so habe ich mich dann dazu entschieden, über das Thema Arbeit 4.0 zu sprechen. Also wenn es um die Frage geht, wo entwickelt sich Arbeit hin und wie müssen sich als Unternehmen aufgestellt sein, um mit all diesen Anforderungen, die in der Zukunft auf uns zukommen, um damit vernünftig umzugehen. Also wie kann es gelingen in dieser Arbeitswelt, die ja geprägt sein wird von der Digitalisierung, von der Automatisation, von der zunehmenden Vernetzung, wie kann das hinhauen, da gut mit umzugehen? Wie ist Ford heute aufgestellt? Und wo sind viele Verbände, alle Verbände, die ich kenne, aufgestellt? Wie sind fast alle Mittelständler aufgestellt und alle Konzerne? Noch genau nach dieser Linienhierarchie. Oben wird gedacht und unten wird gemacht. Und die Frage, die sich stellt, ob diese Form von Organisation in dieser VUCA-Welt, die so hochkomplex und dynamisch ist, noch geeignet ist, um darin zu bestehen. Und die ganz klare Antwort von all den Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, lautet, nee, das haut so nicht mehr hin. Und das wiederum heißt, auch als Führungskraft sein Ego so ein Stück runterzuholen. Und dann stellt sich die Frage, wie attraktiv ist das in Zukunft noch für viele Führungskräfte, wirklich Führungskraft zu sein? Und die andere Frage, die sich stellt, Führungskräfte, die so sozialisiert wurden, Verantwortung zu übernehmen, die sollen jetzt Verantwortung abgeben an Mitarbeiter, die auch nicht alle danach schreien, Verantwortung zu übernehmen, die auch so sozialisiert wurden. Also es wird ein heißer Ritt. Und da muss man sich, also bis hin die Frage zu stellen, ob all die Führungskräfte, die es bis dato gab, die Unternehmen so groß gemacht haben, für die Zukunft diejenigen sind, die das auch hinkriegen, das in Zukunft ganz anders zu machen. Also eine spannende Herausforderung. Ich war neulich im Unternehmen, da ging es auch um dieses Thema, um so einen Vortrag, dann bin ich mit einem Auszubildenden über den Flur gelaufen, wir kamen ins Gespräch und dann sagte der so zu mir, hey Herr Goldschmidt, warum soll ich meinen Chef fragen, wenn ich einen kenne, der Ahnung hat? Ja? Ich meine, das ist ja, das bringt es doch wunderbar auf den Punkt, oder? Fand ich ganz spannend. Also Punkt 1, was in struktureller Hinsicht passieren wird und passieren muss, zumindest für die Unternehmen, die in dieser komplexen, globalisierten VUCA-Welt unterwegs sind, weg von dieser Linienhierarchie zunehmend und hin zu einer anderen Form, wo es deutlich mehr Richtung Selbstorganisation geht, mit all den Herausforderungen, die es auch für die Führung mit sich bringt. Was ist auf individueller Ebene nötig? Und das ist die Frage, die mir wahrscheinlich am häufigsten gestellt wurde in den letzten 2 Jahren von Unternehmern, von Führungskräften und Vorständen. Die fragen, Herr Goldschmidt, wie kriegen wir es denn hin, all diese unbequemen Veränderungen an unsere Leute so heranzutragen, dass sie sie mitmachen? Und zwar nicht, dass sie irgendwie mitmachen, sondern dass sie idealerweise sogar dafür verantwortlich fühlen. Dass sie sagen, ja, komm, lass uns das machen, lass uns das anpacken, lass uns das verändern. Der Lutz Hergenrath hat eben schon ein paar Takte dazu gesagt. Und das ist ja eine durchaus berechtigte Frage, wie kriegen wir die Leute denn da mitgenommen? Und die Frage ist insbesondere berechtigt, wenn man sich mal anschaut, wie sieht es denn mit der Veränderungsbereitschaft der Menschen tatsächlich aus? Es gibt eine ganz spannende Studie von der TU in München, die haben sich das mal angeschaut und die haben festgestellt, dass wenn es um Veränderungen geht, nur 19%, also nicht mal jeder fünfte Mitarbeiter, als Treiber dieser Veränderungen gilt. 19%, die sagen, ja, super, geile Idee, lass uns digitalisieren, lass uns Prozesse optimieren, lass uns Open Space Büros aufmachen, lass uns das alles anpacken, 19%. Dann ein gutes Drittel sagt, naja, irgendwie muss ja. Und 45%, also fast die Hälfte aller Mitarbeiter steht auf der Bremse. Sind im Widerstand. Und wenn man das weiß, dass nur jeder Fünfte Gas gibt und dabei ist und fast jeder Zweite auf der Bremse, dann kann man auch verstehen, warum so viele von diesen Veränderungsprojekten am Ende nicht besonders erfolgreich werden. Und ich habe mal diesen schönen Satz gehört, der einzige Mensch, der sich nach Veränderung sehnt, sei ein Baby in vollgeschissenen Windeln. Ja? So. Und auch da bin ich mir nicht sicher, ja. Und die spannende Frage ist, was ist das Hauptargument, was ist die Hauptemotion hinter jedem Widerstand? Fängt mit A an, hat 5 Buchstaben. Angst. Es sind Ängste. Und wir reden als Unternehmen immer von den Mitarbeitern, hey, ihr seht die Chancen in all den Veränderungen, seht die Chancen. Ja, völlig zu Recht. Aber wir Menschen ticken anders. Wenn irgendeine Veränderung kommt, das Erste, was wir tun, ist, das, was da an Veränderung kommt, ist das in irgendeiner Form für mich bedrohlich. Und solange irgendwas bedrohlich ist, ist es schwer, diesen Blick auf diese Chancen zu richten. Und der einzige Appell an dieser Stelle, den ich an Sie richten möchte, ist, diese Ängste, die Mitarbeiter haben, ernst zu nehmen. Ich habe neulich mit Mitarbeitern von Daimler, mit Führungskräften von Daimler darüber geredet. Reden Sie mal mit Automobilindustrie, mit Ingenieuren, mit Technikern, mit Männern über Ängste. Das ist schon ein No-Go, so ein Thema. Wir Unternehmer, die mit der Haltung schon durch die Welt laufen. So, wer später bremst, ist länger schnell. Ja. Wer es bis zum Arzt schafft, der schafft es auch in die Firma. Ja. Reden Sie mit denen mal über Ängste. Ja.
Über die eigenen, denen geht doch auch auf der Arsch auf Grundeis mit dem, was da passiert. Was mit meinem Job? Schaffe ich das noch? Jetzt bin ich Mitte 50 vielleicht, bin auch nicht als so Digital Native irgendwie groß geworden. Wie werde ich jetzt demnächst überholt von all den Youngsters, die da 20 Jahre jünger sind? Denen geht auch der Arsch auf Grundeis. Da können sie mit ihren eigenen Ängsten nicht umgehen und mit denen der Mitarbeiter auch nicht. Aber wenn die Ängste keinen Platz haben, wenn die Besorgnis keinen Platz hat, dann gehen die Ängste in den Untergrund in den Unternehmen und treiben da ihr Unwesen. Da ist noch viel weniger damit zurechtzukommen. Und dann werden sie bei jeder Veränderung 100.000 fachlich super gute Argumente kriegen, warum das mit der Veränderung nicht hinhauen kann, obwohl es eigentlich jeder probiert hat. Auf kultureller Ebene geht es darum, dass sie in ihren Unternehmen eine Vertrauenskultur schaffen, falls sie noch keine haben. Niklas Luhmann, der vielleicht bedeutendste deutsche Soziologe, den wir jetzt hatten, der hat das mal so schön auf den Punkt gebracht und hat gesagt, Vertrauen reduziert Komplexität. Und jeder für sich als kleines Gedankenexperiment, was glauben Sie in Ihrem Unternehmen? Zahlen Sie da eher Vertrauenssteuern oder kassieren Sie sowas wie eine Vertrauensdividende? So aus dem Bauch raus. Und wenn Sie mögen, setzen das gerne fort. Die eine Frage, wie sieht das aus im gesamten Unternehmen und brechen es runter, vielleicht auf den Bereich, in dem Sie arbeiten, auf die Abteilung, in der Sie arbeiten. Wie sieht es damit aus? Inwieweit vertrauen Sie Ihrem direkten Vorgesetzten? Und da sieht es schon ganz anders aus. Jeder vierte Mitarbeiter traut nicht seinem Vorgesetzten. So, und wenn ich zum Beispiel einen Chef habe, der mit der Haltung durch die Welt läuft, so, wer lacht, hat noch Reserven, dann wird schwierig, ja. Oder letztes Jahr kam im Vortrag meine Mitarbeiterin, eine Teilnehmerin zu mir und sagt, Herr Goldschmidt, wissen Sie, was ich für einen Chef habe? Ne, sagt, boah, nee, erzählen Sie mal. Sag, mein Chef, das ist einer, sagt sie, der isst keinen Honig, der kaut Bienen. Ja, also, habe ich dann meinen Söhnen erzählt, den Eltern, das ist ein Chuck Norris-Spruch, die kursiert wohl so im Internet. Also da hat man so eine Idee, wo die Reise so hingeht. So ein Vertrauenskonto haben sie auch bei jedem ihrer Mitarbeiter, bei jedem Kollegen, ja, bei jeder Führungskraft, bei jedem Chef. Und auch so ein Vertrauenskonto gibt es Einzahlungen und Abbuchungen. Auch so ein Vertrauenskonto kann im Plus stehen oder im Minus stehen. Und im Grunde genommen ist es eine ganz einfache Geschichte. Wenn ich möchte, wie beim Girokonto, dass das Vertrauenskonto im Haben ist, dann sollte ich mehr einzahlen als abbuchen. Und wenn ich von vornherein möchte, dass es im Haben steht, dann sollte ich mit den Einzahlungen auch beginnen. In diesem Sinne, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen wunderschönen Abend. Später. Danke.